Vor 45 Jahren reichten drei Schüler des Gymnasiums Meindorf in Hamburg-Rahlstedt eine schriftliche Arbeit beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ein, dem heute größten historischen Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland, ausgerichtet von der Körber-Stiftung. Damals, 1976, trug der Wettbewerb noch einen anderen, etwas sperrigeren Namen, nämlich Gustav-Heinemann-Preis für die Schuljugend zum Verständnis deutscher Freiheitsbewegung. Dass es diesen Wettbewerb überhaupt gab, ist der erfolgreichen Durchsetzung eines Teils der geschichtspolitischen Agenda des Namensträgers zu verdanken. Dieser hatte sich bei seiner Amtsübernahme im Mai 1969 vorgenommen, demokratische Traditionslinien der deutschen Geschichte im öffentlichen Bewusstsein stärker zu verankern, ja vielleicht erstmals systematisch zu beleben. Bundespräsident Heinemann wusste, dass sich Demokratie nur weiterentwickeln könne, wenn sie zuvor einer kritischen Reflexion unterzogen würde, bei der die Auseinandersetzung mit der Geschichte als konstitutiv zu betrachten ist. Nicht unerheblich wird aber auch die Triebfeder gewesen sein, die eigene Politik einer sozialliberalen Koalition historisch zu legitimieren bzw. gegenüber anderen abzugrenzen. Schließlich formulierten beide deutschen Staaten Ansprüche auf die richtige freiheitlich-demokratische Traditionsbildung. Geschichtspolitik verstanden als Pflege öffentlicher Bewusstseinszustände ist über das Schwingen präsidialer Reden wenig erfolgversprechend. Das wusste Heinemann. Das föderale Bildungssystem erlaubt die Einflussnahme auf klassische kanonische Instrumente historischer Bildung wie Lehrpläne oder Schulbücher nur sehr bedingt. Mehrere Begegnungen mit dem Hamburger Unternehmer Kurt Körber aber, der sich gerade anschickte, seine noch junge Stiftung durch politische Reputation zu stärken, sollten den Weg für einen Schülerwettbewerb ebnen, der die Geschichtskultur der Bundesrepublik unter den Vorzeichen freiheitlicher Grundwerte maßgeblich prägen sollte. In der Vereinbarung des Bundespräsidialamtes und der Körber-Stiftung aus dem März 1973 wurde als übergeordnetes Ziel formuliert, ich zitiere, in der Schuljugend das Bewusstsein für die Geschichte der deutschen Freiheitsbewegung zu fördern und das Verständnis für die Rechte und Pflichten des Bürgers im freiheitlich-sozialen Rechtsstaat zu vertiefen. Diesem Vorsatz folgend wurden auch die Themen für den Wettbewerb ermittelt. 1974, Deutsche Revolution 1848-49 und 1975, vom Kaiserreich zur Republik 1918-19. Das Wettbewerbsthema des Jahres 1976 lautete Demokratischer Neubeginn 1945-46. Das Thema ist damals wie heute zu verstehen als eine ergebnisoffene Aufforderung zur Recherche und Reflexion. SchülerInnen in allen Bundesländern werden aufgerufen, selbst in einem vorgegebenen Zeitraum in ihrem Umfeld ein regional- oder familiengeschichtliches Thema zu finden, das zur Vorgabe passt. In der Regel werden sie von einem Tutor oder einer Tutorin betreut. Die drei eben bereits erwähnten Schüler des Gymnasiums Rahlstedt untersuchten in ihrem Beitrag, wie das Hamburger Theaterleben nach dem Zweiten Weltkrieg erwachte, und zwar am Beispiel der Hamburger Kammerspiele. Bei ihren Nachforschungen haben sie sich für die damalige Zeit einer unkonventionellen, zumindest in der Geschichtswissenschaft sehr umstrittenen Methode bedient. Sie haben eine Zeitzeugin befragt. Und zwar nicht irgendeine. Sie konnten die Schauspielerin, Gründerin und Prinzipalin des Theaters Ida Ehre gewinnen, deren Engagement für die Hansestadt, ich zitiere, inmitten einer geistigen wie physischen Wüste eine ganz besondere Leistung gewesen ist. So jedenfalls hat Helmut Schmidt Ida Ehres große Lebensleistung zusammengefasst.
Zudem haben sie ihre Recherchen ins Hamburger Staatsarchiv geführt und ermittelt, dass die Spielpläne als Ausdruck des demokratischen Neubeginns im Theaterleben betrachtet werden können. In ihrem Fazit resümieren die Teilnehmer: Wir haben die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus nicht selbst erlebt. Es fällt uns daher nicht leicht, die Bedeutung des Umbruchs im Jahre 1945 und in den folgenden Jahren voll zu erfassen. Aber wir haben begriffen, wie wichtig es ist, über diese Entwicklung etwas zu erfahren und sich damit auseinanderzusetzen. Das Interview mit Frau Ehre hat uns deutlich gemacht, dass trotz einer 12-jährigen Bevormundung das Gefühl der Menschen für Freiheit nicht ausgelöscht werden kann. Es ist uns klar geworden, welchen Respekt wir denjenigen Menschen schulden, die es auf sich genommen haben, unter schwersten Bedingungen mitzuhelfen, das Gefühl von Freiheit zu erwecken. Sie sind die Wegbereiter für menschliche Werte gewesen, die uns heute selbstverständlich sind. Ihre Leistungen sind für uns beispielhaft. Sie verpflichten uns, sich für die wiedergewonnenen Werte einzusetzen. Wie könnte man dieser Zusage, dieser selbst auferlegten Verpflichtung Taten folgen lassen? Man könnte Historiker werden, man könnte Archivar werden oder beides. Ich stelle jetzt eine steile These in den Raum. Ohne diese Arbeit würden wir hier vielleicht alle gar nicht sitzen. Vielleicht hätten wir keine Tagung über historische Gerechtigkeit im Landesarchiv abgehalten. Denn Sie ahnen oder wissen es vielleicht schon, einer der drei Rahlstädter Schüler ist Rainer Hering gewesen. Seine Teilnahme hatte, wie er selbst gern sagt, lebenslange Folgen. Die Arbeit seiner Gruppe befindet sich im Archiv der Körber-Stiftung, übrigens in guter Gesellschaft. Rainer Hering ist nicht der einzige Teilnehmer, dessen berufsbiografischer Werdegang diese Teilnahme maßgeblich prägte. Die ersten drei Wettbewerbe waren so erfolgreich, dass eine Fortführung nun mit Walter Scheel als Nachfolger Gustav Heinemanns nicht in Frage gestellt wurde. Aber eine Namensänderung war angezeigt. Zudem änderte sich die Ausrichtung des Wettbewerbs ab 1977 weg von den Freiheitsbewegungen hin zur Sozialgeschichte des Alltags. Doch die Stärkung politischer Mündigkeit der SchülerInnen spielte noch immer eine übergeordnete Rolle. In einer regelmäßig überarbeiteten, kommentierten Bibliografie zum Geschichtswettbewerb lassen sich viele Aufsätze und Publikationen finden, die die Errungenschaften des Wettbewerbs herausstellen. Das Konzept der historischen Gerechtigkeit ist hier bisher aber nicht explizit erörtert worden. Im Laufe der Jahrzehnte sind aber viele, zum Teil wirklich exzellente Arbeiten verfasst worden, die sich mit einer nicht aufgearbeiteten, belasteten, verdrängten, verschwiegenen Vergangenheit befassten. Die Themenauswahl hat das ermöglicht, ja regelrecht provoziert. Beispielhaft sei hier das Thema Helden aus dem Jahr 2008 aufgeführt, bei dem erwartet wurde, dass SchülerInnen, ich zitiere, frühere oder gegenwärtige Formen der Heldenverehrung in ihrer Familie, ihrem Wohnort oder ihrer Religion aufspüren und kritisch reflektieren, aber auch nach unbekannten Helden suchen, nach Menschen, die aufgrund außerordentlicher Leistungen oder ungewöhnlicher Handlungen besondere gesellschaftliche Anerkennung verdienen, bisher jedoch gar nicht oder nicht hinreichend gewürdigt worden sind. Zentrale Begriffe des Diskurses um historische Gerechtigkeit wie Opfer und Täter, Schuld und Verantwortung, Bestrafung und Wiedergutmachung, Verdrängung, Erinnern, Vergessen und Aufklärung werden sehr häufig verhandelt. Viele TeilnehmerInnen haben am lokalen Beispiel aufgedeckt, dass Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte oft weit auseinanderliegen. Und auch wenn die intellektuelle,
juristische bzw. philosophische Dimension des Begriffes historische Gerechtigkeit in SchülerInnenarbeiten nicht akademisch ausdiskutiert werden, lohnt sich eine Betrachtung, wenn auch im begrenzten Rahmen eines Vortrages nicht erschöpfend, sondern nur in Ansätzen. Wenn man das Konzept der historischen Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der historischen Projektarbeit im Rahmen des Geschichtswettbewerbs sich näher anschauen möchte, dann muss im Vorwege auf einen Aspekt hingewiesen werden. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass historische Gerechtigkeit und Geschichtspolitik ein Spannungsfeld bilden. Das habe ich in meinen vorangegangenen Ausführungen schon einmal kurz angedeutet. Auch wenn Geschichtspolitik nicht diffamierend, sondern als analytische Kategorie eingesetzt wird. Edgar Wolfram, der den Begriff der Geschichtspolitik in Bezug auf seine Trennschärfe und seinen Inhalt entscheidend mitprägte, beschrieb sie in einem Papier für die Körberstiftung 2002 wie folgt. Es gibt nicht nur politisches Handeln aus historischem Bewusstsein, sondern auch politisches Handeln für historisches Bewusstsein. Wird historische Gerechtigkeit im Zuge einer Wettbewerbsarbeit problematisiert, eingefordert oder sogar hergestellt, ist dies eine Folge geschichtspolitischer Intervention, die legitim, aber zu berücksichtigen ist. Zumal, das wird sich im Folgenden noch weisen, eine Wettbewerbsteilnahme oft nur den Anfang einer manchmal Jahre währenden Auseinandersetzung über historische Gerechtigkeit darstellt. Ich möchte den letzten Teil meines Vortrages anhand von zwei Beispielen aus dem Geschichtswettbewerb, möchte dieses Konzept der historischen Gerechtigkeit daran so ein bisschen abarbeiten. Die Auswahl fällt angesichts der schieren Masse an Arbeiten nicht leicht. Seit 1973 haben 146.500 SchülerInnen mit mehr als 33.500 Projekten am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen. Ich habe mich für die Arbeit von 5-Klässlern aus Hamburg entschieden, die 2008 im Klassenverband angetreten sind, und für eine Einzelarbeit einer Passauer Abiturientin aus dem Jahr 1980. Es böte sich in jedem Falle an, das Vortragsthema zu vertiefen, vielleicht in einer Bachelorarbeit, eventuell kennen Sie ja jemanden, der da Lust drauf hat. Die Erkenntnis, dass unrechtes Handeln oder das Erleiden unrechten Handelns mehrere Zeitebenen berühren kann, ist bei besagter 5. Klasse des Gymnasiums Heidberg in Hamburg-Langhorn während und nach ihrer Wettbewerbsteilnahme sehr nachhaltig gewesen. Ich habe dieses Projekt ausgewählt, weil es sehr exemplarisch veranschaulicht, dass historische Gerechtigkeit als Kategorie bzw. das Streben nach Ausgleich, das oder nicht nur im zivilrechtlichen Sinne Anwendung findet, sondern auch erinnerungskulturell viel bewegen kann. Das Gefühl, Unrecht benennen und kompensieren zu müssen, hat in diesem Falle viel ins Rollen gebracht, und zwar initiiert und getragen durch sehr, sehr junge Menschen. Die SchülerInnen haben in ihrem Wettbewerbsbeitrag Biografien von Personen recherchiert, nach denen Straßen in ihrem Stadtteil benannt worden sind. Eine von ihnen war die aus Weimar stammende und später in Hamburg lebende Agnes Gierk. 1934 wurde sie von der Gestapo festgenommen und zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Laut Anklageschrift hatte man ihr vorgeworfen, illegale Zeitungen vertrieben und als Kassiererin für die KPD und die Rote Hilfe gearbeitet zu haben. Im Zuge der Straßenbenennung, streng genommen war es eine Umbenennung und auch darüber könnte man eine sehr ausführliche Arbeit schreiben, konstatierte der Ortsamtsleiter, Gierks sei keine Widerstandskämpferin im klassischen Sinne gewesen. Die SchülerInnen aber waren nach ihren Recherchen zu einer anderen Auffassung gelangt. Sie schreiben hierzu, ich zitiere,
Es ist nicht in Ordnung, dass der Ortsamtsleiter in seiner Rede bei der Feier zur Einweihung des Agnes-Gierks-Weges gesagt hat, Agnes Gierk sei keine echte Widerstandskämpferin gewesen. Das muss richtiggestellt werden. Dazu können wir unserer Meinung nach viel beitragen. Wir haben in unserem Beitrag gezeigt, dass Agnes Gierk eine echte Widerstandskämpferin war und die Ehrung nicht nur stellvertretend für andere, sondern für sich selbst verdient hat. Damit auch andere Menschen davon erfahren, wollen wir Kopien von unseren Wettbewerbsarbeiten an die Bewohner des Agnes-Gierk-Weges, die wir interviewt haben, geben und sagen, dass sie wirklich stolz darauf sein können, im Agnes-Gierk-Weg zu wohnen. Für unsere Schülerzeitung schreiben wir auch einen Beitrag, den dann viele hundert Menschen lesen können. Ein Exemplar unseres Beitrages schicken wir natürlich auch an das Bezirksamt mit einem kleinen Protestschreiben. Was geschah danach? Nicht nur erhielt die 5. Klasse einen Hamburger Landespreis und einen 3. Bundespreis im Geschichtswettbewerb, ihre Leistung wurde auch mit dem Bettini-Preis gewürdigt und im Wettbewerb demokratisches Handeln ausgezeichnet. Der damalige Bezirksamtsleiter hat die Klasse zudem besucht und sich eines Besseren belehren lassen. Die Nachdrücklichkeit, mit der die SchülerInnen auf die Richtigstellung und rückblickende Bewertung Agnes Gierks hingewiesen haben, führte auch dazu, dass selbige im Januar 2010 in die im Hamburger Rathaus gezeigte Ausstellung über Widerstand und Verfolgung in Hamburg 1933 bis 1945 aufgenommen wurde. Da war die Wettbewerbsteilnahme schon 2 Jahre her. Agnes Gierk steht jetzt sogar in der hamburgischen Biografie, übrigens im selben Band wie Lucky Schmidt. In meinem zweiten Beispiel möchte ich über eine populäre, vielleicht die populärste und gleichzeitig ausgesprochen umstrittene Wettbewerbsteilnahme sprechen, die aufzeigt, welche überregionalen und langwierigen Auswirkungen der individuelle Kampf um historische Gerechtigkeit haben kann. Der Geschichtswettbewerb des Jahres 1980-81 stand unter dem übergeordneten Thema Alltag im Nationalsozialismus vom Ende der Weimarer Republik bis zum Zweiten Weltkrieg. Unter den 12.000 TeilnehmerInnen befand sich auch die 1960 geborene Schülerin Anna Elisabeth Rosmus-Wenninger, genannt Anja. Sie beschäftigte sich mit dem Widerstand und der Verfolgung im Dritten Reich, dargelegt am Beispiel ihrer Heimatstadt Passau. Die Ergebnisse ihrer Nachforschung sorgten nicht nur für einigen Aufruhr, sie führten auch dazu, dass die junge Frau einen jahrelangen juristischen Streit um Akteneinsicht führte und mit Drohungen, Einschüchterungen sowie Verleumdungen kämpfte. Die Schülerin stieß bei ihrer Recherche zu ihrem Beitrag bereits auf Widerstände. Das Amts- und Landesgericht verweigerte ihr die Akteneinsicht, das Bistumsarchiv teilte ihr mit, dass die Dokumente ungeordnet seien und daher für eine Bearbeitung nicht zur Verfügung stünden. Dennoch gelang der Teilnehmerin, aussagekräftiges Material zusammenzutragen. Die Arbeit war laut Jury preiswürdig und wurde auch ausgezeichnet. Ihre Studie wurde 1983 publiziert. Die ehemalige Klosterschülerin deckte unter anderem auf, dass ein 1981 verstorbener Dompropst, den die Kirche als Widerstandskämpfer im Dritten Reich feierte, regimetreue Artikel im Passauer Bistumsblatt veröffentlichte. Rasch erhielt sie den Spottnamen »Schreckliches Mädchen«, der titelgebend für den 1989 veröffentlichten Film von Michael Verhoeven werden sollte und der auf dieser wahren Begebenheit beruht. Der Film »Das schreckliche Mädchen« ist 2004 für den Einsatz im Unterricht empfohlen worden. Hierzu gibt es auch eine Unterrichtssequenz mit der Problemstellung »Wahrheit und Gerechtigkeit als gesellschaftliche Frage«. Die Person Anja Rosmus ist allerdings nicht ganz unumstritten. Henrik M. Broder warf ihr 15 Jahre nach ihrer Teilnahme am Geschichtswettbewerb in einem verächtlichen Spiegelartikel vor, sich gekonnt immer wieder in den Schlagzeilen zu platzieren
und gleichsam ihren Ruf als tapferes Mädchen zu zementieren. Denn Rosmus hat nach ihrer Wettbewerbsteilnahme nicht aufgehört, über ihre Heimatstadt Passau zu forschen. Das macht sie meines Wissens bis heute. Aufmerksamkeitslüstern vermarkte sich die geschäftstüchtige Frau nun in den USA. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob die etwas ambivalente und streitbare Person Anja Rosmus-Wendinger vielleicht die so hart erstrittene historische Gerechtigkeit gefährdet hat. Ich würde aber vielleicht in die Diskussion anders überleiten wollen. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, ob der Geschichtswettbewerb die deutsche Geschichte, vor allem die Alltags- und Sozialgeschichte, gerechter gemacht hat. Das können wir ja vielleicht gleich gemeinsam erörtern. Ich würde gerne mit einem Zitat schließen. Ich habe mir extra nochmal Harold und Maude angeguckt, weil ich dachte, vielleicht kriege ich ja irgendwas da so zusammenkonstruiert, dass es passt, und es gelang aber nicht. Ich habe ein afrikanisches Sprichwort gewählt, das ein bisschen pathetisch ist, aber glaube ich ganz gut passt. Es lautet: Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Vielen Dank.